So, wunderschön. Oh, die Viecher bekämpfen wir relativ gut. Nur irgendwann werden mir meine Ressourcen ausgehen. Und ich muss mich erstmal so richtig schön aufwärmen am Lagerfeuer. Geht ja nicht anders. Na, ah, bleib doch an. Covered in blood. Wash it off to avoid infection. Okay. Ich hör mal besser auf dich. Zup! Terrorvogel, gib mir dein Fleisch! Ich kann dich nicht essen. Boah, ich muss natürlich auch erstmal am Lagerfeuer verweilen. Ich kann hier nicht bleiben, ey. Ich muss was zu futtern finden. Ich will auch nicht erfrieren. So, meine Menschen, die ich mir erbauen will, die muss natürlich erstmal warten, ne? Da können wir nichts erstmal machen. Also erstmal schön auf den Boden gucken, weil da laufen die Viecher ja, denke ich mal, rum. Krabbeln ja nicht gerade den Baum hoch. Ja, ich krieg langsam schön Kohlendampf. Ich denke, da sind Fische drin, aber... Ich habe noch nicht einmal gespeichert. Ich glaube, das ist schlecht. Boah, ist aber auch mal gar nichts, ey. Ha? Einfach mal mitnehmen? Ah! Hase! Dankeschön. Ich brauche dich aber irgendwie lebendig. Ich weiß aber nicht, wie. Da! Tür, 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 Tür! Boah, ist das Vieh schnell! Alter, der bleibt immer kurz stehen. Aber jetzt haben wir dich. Oh, das gibt ein Festessen heute. Und die Blätter nehmen wir mit. Und A und I und U. Das war fluchcool. So, nach der Molotow-Aktion werden die sich's auf jeden Fall noch mehrmals überlegen. Wie hinzukommen. Wow, der Baum ist ja geil. Den kann ich nicht fällen. Oh. So spawnen die Viecher also zurück. Oh, noch mehr Essen, ja fein. Komm mal her. Oh, wie bekloppen die Jagen gehen. Weiß noch nicht, wofür ich die gebrauchen kann. Vielleicht kann ich ja Feuer spucken, wenn ich die esse. Feuerblume oder so. Oh nein, ich lasse mich garantiert noch nicht fangen. Ich muss aber definitiv mich zu deren Versteck tragen lassen, weil da sind halt auch ziemlich lustige Sachen. Nur zu überleben wird schwer. Wird sehr schwer. So, ich denke, wir machen noch ein bisschen Holz und dann setze ich mich ans Lagerfeuer. Aber wie kriege ich die in die Fallen, ne? Das ist auch so eine Frage. Was zum Henker war das denn? Ich glaube, ich habe aus Versehen irgendwas gekillt. Herrlich. Schön gebaut. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich so lange überlebe. Das ist relativ lange, finde ich, für mich. Ohne Mist. So, Feuer an. Da ist ja auch unendlich Zeug drin in diesem Teil. So, und jetzt wollen wir mal futtern. Erst gucke ich, wofür diese Pflanzen gut sind. Ich meine, die habe ich ja schließlich aufgehoben, aber... Anscheinend habe ich die direkt gefuttert. Die sind nicht wirklich hier drin. Was haben wir denn hier? Lizard Skin increases armor. Also auf jeden Fall. Mhm. Ah. Ich schwöre, ich habe hier jemanden rumlaufen gehört. Ohne Mist, wer macht hier Terror? Irgendwer läuft hier rum. Njam, 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 njam. Das hat gut getan. So, wir haben jetzt mal Futter bekommen. Das ist super.
Ach, und die waren bisher immer noch nicht da. Sehr gut. Okay, bauen wir weiter. Am Feld! Super awesome, so. Da haben wir wieder Dreck auf dem Boden. Oh ja, wir machen schon mal Fortschritte mit der Wand wenigstens. Das sieht so dämlich aus. Ich weiß gar nicht, wie groß das werden soll. Aber groß. Wobei die Frage ist, brauche ich das? Vielleicht, vielleicht nicht. Also, was habe ich eigentlich noch, was ich hier so bauen kann? Ich kenne nur mal diese Standardsachen halt. Custom Building. Shelter. Ich könnte natürlich auch einfach dieses Log Cabin Teil bauen, aber das ist... wozu? Gibt ja noch so viele Dinger mehr, die wir bauen können. Boah, ich glaube, ich werde gleich pennen gehen und einfach mal losziehen. Oh, das ist geil. Fire Pit. Ich glaube, das Ding sollte ich mal hierhin platzieren. Irgendwie schwebt es in der Luft, aber ist auch egal. Ah, ein Steinchen. Jawohl. So, das Ding, das bleibt jetzt mal ein bisschen länger an. Okay, erstmal ein bisschen aufwärmen. Vielleicht gehe ich auch einfach mal pennen. Cool. Aufgewärmt bin ich aber immer noch nicht. Oh, die kommen. Oh, shit, ey. Mein Gott, heizt die doch schneller auf. Das ist mies. Habe ich gerade einfach wieder ein bisschen Hitze verloren? Soll ich im Feuer stehen? Hilft das vielleicht? Wird schon irgendwie gehen. Ach, ohne Mist, ich will lieber losziehen. Ich will hier nicht großartig bauen. Na, jetzt ist wieder schön dunkel. Die suchen wieder nach mir. Zwei habe ich gekillt letzte Mal. Also so schnell dürften die jetzt nicht wiederkommen. Also die stehen da gleich hinten irgendwo. So, zwei noch und dann werde ich mal gucken, wo ich meine Tür ungefähr hinsetzen werde. You're cold and wet. Ja, ja, ja. So, tau mal wieder ein bisschen auf. Das ist gut. Weiterbauen. Ich denke, danach wird schon fast meine Tür kommen. Ich werde das Ganze jetzt ein bisschen hier so abgehackt bauen. Ist ein bisschen zu groß. Wow, ich bin schon wieder ultra kalt. Schade. Ich denke, hier wird direkt die Tür hinkommen. Dann werde ich das Ganze abschließen hier runter. Auf jeden Fall. So werden wir es tun. So, kann ich dich nicht hier anschließen? Echt nicht? Das ist ja blöd. Moment. Muss doch gehen. Hm. Ist mies. Okay, muss ich das so bauen, dass es quasi
So ist. Ist ja egal. 5 Stück. Ich muss mir erstmal wieder ein bisschen aufwärmen. Ich höre immer diese kleinen Krabbelfücher hier rumlaufen. Ich denke mal, das sind die, die nach mir suchen, jagen, wie auch immer. Ich wette, der ganze See ist mittlerweile voll von Loks. Da liegt auf jeden Fall nur einer, oder? Nicht? Aber hier. Hat er 2? Ich weiß gerade gar nicht. Ja, 2 haben wir. Von 5 voll reingebaut. Das gibt so heftige Grafikfehler. Wahrscheinlich klippen die da irgendwie bald durch. Ja, wieder mal ein bisschen aufheizen. Cool. Oh, hier sind ganz viele. Wir haben wieder Zeit, ein bisschen was zu futtern, hä? Um ein bisschen Schlaf zu bekommen. Schlaf ist, glaube ich, besser. Was ich wohl mit dem Garten anstellen kann. Da wächst ja irgendwie mal nichts. Cool. Jetzt habe ich hier ein Loch drin. Hey, noch nicht mal eine richtige Tür. Wahnsinn. Mal ein Fenster reinbauen. Ein bisschen sollte ich da vorne eine Falle platzieren. So. Das sieht gut aus. Für den Anfang würde ich erstmal sagen, reicht das mit dem Bauen. Ich glaube, ich gehe jetzt mal erstmal ein bisschen rum erkunden. Keine Ahnung. Vielleicht finden wir ja was Lustiges. What the hell? Vibriert denn hier so? Ich wollte schon sagen. Wow, nicht, dass ich so lange überlege. Überlebe. Kann ich ihn da reinschmeißen? Will irgendwie nicht. Blödes, verbuggtes Spiel, du. Egal, lass ihn einfach liegen. Erstmal pennen gehen. Ah, das sind ja meine Freunde wieder. Schön. Oh, mit dem werden wir lustige Spiele machen.